Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Escape Simulator mit mir, Demian. Jetzt bin ich hier bei den Herrenhaus Edgewood. Ja, und fange ich mit dem Gehirnuntersuchung an. So, wir haben hier den Frauenmann. Erstmal hier wieder. Kann ich die Blume runterschmeißen? Erde, Tulpe. So. Macht auch hier bestimmt schon überhaupt keinen Sinn, da ich das hier alles zerstöre, oder? Ich habe ja gedacht, vielleicht ist hier irgendwie was drin. Hut. Edgewood. Terry. Da ist eine Pfütze. Kann ich den Schirm öffnen? Nein. Also irgendwas hier mit den Uhren muss ich auf jeden Fall machen. Der Hut hat keine Besonderheit. Löffel auch nicht. Ist ja wahrscheinlich auch nicht. Die Erde auch nicht. Der Regenschirm auch nicht. Super. Also bis jetzt habe ich nichts Wertvolles. Die alte Zeitung. Also so muss ich die Reihenfolge von den Pendeln haben. So. Unten. Wait. Kann ich die Uhren abnehmen? Irgendwas ist hier passiert. Ich weiß nicht was. Hier ist ein Bild von der Tochter. Stuhl erstmal hier wegbewegen. Was steht eigentlich hier noch so in der Zeitung? Supercar, morgen Bürgerversammlung. Pendelschloss erfunden. Okay, hinterm Spiegel ist nichts. Hier ist ein Tresor. Ist hier was? Nein. Okay, hier muss ich irgendein Passwort eingeben. Weiß ich aber auch noch nicht, was. Das sieht so aus, als ob hier hinter was wäre. Rohrschacht-Test. In diesem Buch ist wahrscheinlich wieder nichts drin. Nein, sind wieder die gleichen. Tintenflasche.
Füller. Ist hier irgendwas? Nein. Die Brille. Buch, Buch, Buch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bücher. Eins. Warte mal. Drei. Ich mach mal so die Reihenfolge. Vielleicht ist das ja richtig. Ja, super. Natürlich nicht. Braucht doch noch irgendwo ein Buch, muss hier sein. Die sind abgeschlossen. IQ. Da ist was aufgegangen. Die Bücher, die brauche ich nicht. Ich brauche die zwei hier. So. Welches passt nicht dazu? Ich würde sagen die 2. Q1. 1, 2, 4, 8, 16, 32. C. 2C. Welcher Würfel passt zum Entfalten? Der passt nicht. Der passt auch nicht. Der könnte passen. Der nicht. 3. Weil hier diese Seite ist ja die hier. Wenn man die hier umklappt, das nach unten, dann sind die auf jeden Fall nebeneinander und das hier auch. Also ist das 2C3. Aber 2C3, 2C3, 2C3. Das macht keinen Sinn. 2, 3, 2, 3. 2, 3, 2, 3. Ja. Gut. Da ist dieser Kopf. Namen von Persönlichkeitsmerkmalen. 1. Selbstwertgefühl. 2. Zuversicht. 3. Verbale Begabung. 4. Geheimniskrämerei. 5. Geltungsdrang. 6. Musikalisches Talent. 7. Bestimmtheit. 8.
Nächstenliebe, neuen Kampfbereitschaft, Destruktivität, 10 Individualität. Physikiratisches Hypothese. Die neuesten physiatrische Hypothese besagt, dass das Gehirn in Abschnitten unterteilt ist, von denen jeder für einen bestimmten Aspekt der Persönlichkeit verantwortlich ist. Die Oberfläche des Schädels wird durch den darunterliegenden Teil des Gehirns beeinflusst, sodass eine vollständige Persönlichkeitsbeurteilung durch Messung des Kopfes erstellt werden kann. Es wird empfohlen, diese Methode zum Bestätigen einer aktuellen Diagnose zu verwenden. Ja, super, und was? Wo weiß ich jetzt, welche Reihenfolge? Was ist das hier? Bücher. 1, 4, 3, 7. Nein. Eins, acht, zwei, drei. Das war einfach nur das Jahr. Ich wollte es aber ausprobieren. Kriege ich den Schrank eigentlich hier unten auf jetzt? Nein. Kann man das hier irgendwie umklappen? Nein. Hier ist ein Schlüssel. Hier ist nochmal ein Hut. Hier sind noch zwei Bücher, das ist gut. Also, die 1 war eine 4. Die 2 auch. Die 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toll. Was soll mir das jetzt hier sagen? Vergiss den Code diesmal nicht.
Niemand wird meinen Saft finden. Mein Saves finden, so. Ich verstehe es hier nicht. Neun. Zwei. Fünf. Ah, nee. Zwei. Neun. Fünf. Aha. Kriege ich die jetzt hier alle wieder weg? Einmal habe ich hier ein Herz. Love. Patientenbeurteilung. Eine phrenologische Untersuchung des Kopfes des Patienten ergab Folgendes. Aufschreiben. Beziehungsweise. Nee, andersrum. Dieses Buch. Kann ich das so irgendwo anheften? Ja. Begab Folgendes. Der Patient. Wo habe ich jetzt die Zettel wieder? Der Patient verfügt über ein gutes Verständnis für Melodie, also musikalisches Talent, 6, und Sprache, so für sich verbale Begabung. Ist das die 3? Leider endet mein Lob an dieser Stelle. Der Geltungsdrang in Verbindung mit einem völligen Mangel an Nächstenliebe ist ein schlechtes Omen. Noch weniger ist, dass die Untersuchung auf eine kampfbereite Persönlichkeit mit der Angewohnheit zu diskutiven Verhalten schließt und lässt. Das bestärkt mich in meinen Zweifeln.
Also Gewaltrang ist die 5. Mangel an Nächstenliebe. Nächstenliebe ist 8. Kampf ist 9. Mal sehen, was ich jetzt hier aktivieren muss. Musikalisches Talent ist die 6. Dann Nächstenliebe, Mangel an Nächstenliebe. Nee, Gestaltungsdrang. War die 5. Kampfbereitschaft. Ich weiß es doch nicht. Ja, so weit bin ich ja auch schon. War denn die 8? Wow. Soweit bin ich auch schon, dass 6 richtig ist. 6, 5, 8, 9. Nee. So, jetzt dieses Buch hier
wieder zumachen. Und jetzt habe ich den Schlüssel, um hier rauszukommen. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.